So Leute, willkommen zurück bei Pokémon Blattgrün. Und nein, nicht den Beutel. Ich werde mal kurz Mashok weiter hintersetzen. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt gegen die ganzen Gifttypen mit einem Kampf-Pokémon zu kämpfen, deswegen ja. So, und ich werde die Tränen jetzt immer anders schneiden. Das habe ich jetzt schon bei anderen YouTubern gesehen und das finde ich eigentlich so besser. Und zwar, ja, ihr werdet es gleich sehen. Ah ja, komm, wir kämpfen. Und zwar werde ich jetzt schneiden. So, das wäre besiegt. Und Simsala reicht fast Level 37. Ja, und genau so werde ich jetzt die Trainer mal schneiden. Dann seht ihr nämlich auch, was die sagen und sowas. Und ja, das ist um einiges komfortabler für mich dann auch und für euch. Und ich muss nicht immer sagen, ja, jetzt werde ich einen Kampf machen und bla bla bla. Ich kann einfach hingehen. Und ich weiß, da steht einer. Ja, genau. Du da. Das Team Rocket hat die Kontrolle über Silphco übernommen. Ich merk's auch. So, Simsala hat Level 37 erreicht. Nichts Neues gelernt, aber ja, die Werte verbessert. Voll schön viel Kohle. Und schauen wir erstmal nach links weiter. Und wir steigen jetzt nicht in den Teleporter, sondern wir machen einfach so die Stockwerke durch erstmal. Und, oh, hier gibt's viele Items. Hyperheiler kann man immer gebrauchen. Top-Belieber, das kann man erst recht gut gebrauchen, aber erst gegen Ende. Ich glaube, wir werden das erste bei Top 4 oder sowas gebrauchen. Wer bist du? Psst, siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Wow. Ich dachte, du gibst mir jetzt irgendwas Cooles, dabei stehst du nur da und sagst, ich verstecke mich. Naja. Dann hat versteckt er sich halt. Okay, ansonsten ist das hier, glaube ich, der letzte Raum, wo wir noch hin können. Und das ist schon wieder ein Trainer, oder? Ja, aber. Mein Pokémon erwartet dich! Haha! Wir haben ihn erledigt und viel Geld bekommen. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, ich werde für die Wissenschaftler und alles doch lieber Macholo dann vornehmen. Und ich glaube, das war's, ja. Mehr. Ach, nein, wir teleportieren uns jetzt nicht. Wir gehen zu Fuß nach oben. Denn dann weiß ich, dass wir im nächsten Stockwerk nichts verpassen. Vor allem, das haben wir. Genau, das hatten wir letztes Mal erledigt, das vierte. Jetzt sind wir schon im fünften. Hier gibt es wieder einiges zu tun. Und oh, vieles an Tränen auch. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ist der dritte oder der vierte? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, den zeige ich jetzt halt auch mal. Jetzt habe ich auch mit reingeredet, habe gar nicht aufgepasst, egal. Deswegen zeige ich ihn. Jawohl, okay, er hat ein Macholo. Warum es noch kein Machschock ist, keine Ahnung. Oder ist, ich weiß, wann hat sich Machschock noch mal entwickelt? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall ist es sehr effektiv und das ist die Hauptsache. Ja, im Prinzip eigentlich sollten wir die anderen auch sehen. Ich habe jetzt aber keinen Bock gegen die lauter Pokémon dann zu kämpfen, weil meistens haben die hier Gift-Typen, gegen die ich eh nicht so wirklich was ausrichten kann mit Ultigaria, Nidoking und Mashok. Nicht ganz so ausgeglichen, aber das Team wird gut noch werden. Nein, ich bin raus. Okay. Dann, wie viele Brüder hast du denn noch? Ah ja, ja. Ich meine, wie viele ist denn noch übrig? Ich glaube, einer. Außer das war der letzte und der sagt bloß nichts. Ah, da sind schon wieder zwei Items. Ich weiß, wir bekommen später auch noch. Ah ja, KB Plus und. Und X-Spezial. Ja, ich habe mich schon wieder unterbrechen lassen. Oder ich unterbreche mich schon wieder selber, sagen wir so. Später bekommen wir hier auch noch ein Pokémon, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Verdammte Präsident. Warum will er ausgerechnet mich nach Tixi schicken? Tixi? Das gibt's hier doch gar nicht. Oh mein Gott, der halluziniert. Okay, oh ja, eine Menge Pokémon. Und Uriel setzt Voltoball ein. Das fahren wir dann noch mit Simsala. Psystrahl. Jawohl. Mach ihn fertig. Und ja, sehr schön. Fast schade. Okay, aber jetzt hat, wechseln wir, ja. So blöd, jetzt ist dann wieder der Metalltyp mit drinnen bei, Magneton. Magneton oder Magneton? Ne, ich glaube eher Magneton. So, Mashok. Und, Level 25, ach. Das müssen wir noch, ich glaube, ich hätte lieber Dings, doch, okay, passt schon. Ich verwechsel mal Kampf mit Stein. Naja, egal. Hauptsache, oh, so viel Erfahrung. Obwohl das so, nur Level 25 ist, kriegen wir doch massig an Erfahrungspunkten.
Ja, da bleiben wir einfach beim Karateschlag und hauen ihn um. Oh yeah. Damit müssten wir Level 33 erreichen, oder? Na, knapp. Und da kommt schon wieder ein Gifttyp, aber den machen wir jetzt fertig. Weil, da sind wir Level 33. Ich setze einfach mal Vergeltung ein und Mist, der macht uns keinen Schaden. Und das senkt die Genauigkeit. Okay, ich war mir nicht mehr sicher. Ich hätte irgendwie in Erinnerung, dass es auch teilweise was mit Angriff zu tun hat, aber ach. Ich sollte öfter Pokémon spielen. Gut, Felsgrab drauf. Dann müsste der nächste Runde down sein. Aber oh, der... Ja gut, die Initiative sinkt. Ist eigentlich ganz gut, weil... Ich denke, wenn wir jetzt nicht treffen, würde er sich selber in die Luft sprengen und das wäre nicht so vorteilhaft. Oh, okay. Ah, ist jetzt Rauchwolke ein gut. Aber unsere Genauigkeit sinkt. Extrem. Komm schon, ein Treffer noch, Mashok. Jawoll. Tschüss, Mogon. Ha. Und damit reichen wir 33. Ich weiß gar nicht, lernen wir was Neues? Jawoll, Überwurf. Wusste ich's doch. Wir haben genau 100 KP, fällt mir auf. Oh, und da so viele Kampfattacken. Erstmal schauen, was wir vergessen. Anwender greift als Zweiter an. Dafür aber Treffergarantie. Oh. So, ja, 70 Stärke, aber ich bleib bei den anderen Attacken. Ich weiß nicht, ich bin ein großer Freund von Karateschlag. Deswegen, ja. Und die anderen wollte ich eh da behalten. So, er hat noch eins Smogon. Da wechseln wir doch jetzt halt wieder zu Simsala. Dann hat das auch Level 38 erreicht und alle sind glücklich. So, ja. Was hast du noch zu sagen? Außer, ja, ich bin da und ja, ich bin tot. So, und ich frage mich, ob wie viel KP eigentlich Simsala pro Levelaufstieg bekommt. Ich bin mir gar nicht... Ich weiß gar nicht wie genau, wie viel es so bekommt. Habe eigentlich nie wirklich aufgepasst. Okay, 2 KP. Ja. Wie das so schnell weggeklickt, aber ich habe sie gesehen. Mist. Ja, das ist Mist. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Ja, noch schön viel Zeit. Und ach, schon wieder ein Trainer. Die haben wir eine Runde. Du wagst es, sich dem Team Rocket zu widersetzen. Na klar. Ja, Golbat wurde besiegt. Und Simsala bekommt wieder schön viel Erfahrung. Ja. Du elender Verräter. Warum Verräter? Ich habe gar nicht für die gearbeitet. Ja, die und ihre Logik. So, schauen wir erstmal da rum. Und ihr... Ja, ihr merkt es ja eh. Ich renne ziemlich viel in dem Ding hier, weil... Das Gebäude ist verdammt riesig. Ich will nicht ewig hier dran hocken. Oh je, Mine. Bitte hilf mir. Schauen die an, den Feigling. Die Freundin voll fies. Sie müssen deswegen unsere Pokémon-Produkte auf die Sylph-Kur abgesehen haben. Ja, ansonsten wird es ja keinen Sinn machen. Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Und das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Es gibt nur einen, der sie noch zurückschlagen kann. Ein 10-jähriger Junge. Yay. Und ja, da links waren wir schon, ne? Ja, gut. Okay, alles anschauen, alles. Nichts vergessen. Da sind wir im 6. Stock. Und es gibt noch mehr an Trainern. Gut, du da zuerst. Warte nur, meine Brüder werden nicht mehr ich rächen. Ach, wir haben ihn schon besiegt. Hä? Aber den, oder? Ach, den auch, stimmt. Die Gegend kommt mir so bekannt vor. Das sind wir am Anfang mit dem Porter hoch, genau. Wir sind wieder eingesperrt. Hier ist sehr gefährlich, du wirst mich nicht retten können. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket das Sylph-Co oder unsere Pokémon übernehmen würde. Haben sie aber schon. Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her. Mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Oh oh. Aber das wäre auch geil, wenn man wenn man quasi sich so viele Meisterbälle holen könnte, wie man wollte. Ja, okay, wären zwar langweilig zum Spielen, aber wenn man sich. Wenn man in der Welt leben würde, wäre es natürlich cool. In der Pokémon-Welt. Und da haben wir die letzte Tür auf. Und ich glaube, hier kommt man schon zum Boss, oder? Ich weiß nicht. Ein Kind im Gebäude, das musst du sein. Ja, das war ein leichter Kampf für Simsala. Und natürlich, ich habe verloren. Ganz genau. Hihi. Ich glaube, hier kommen wir schon zum Boss, oder wegen den zwei Türen hat es so... Nein, kommen wir nicht, okay. Gut. Das hat so wichtig ausgeschaut wegen den zwei Türen hier. Aber, naja, war dann halt doch, eben doch nichts. Gut, da unten links war auch noch eine Tür, oder? Jawohl. Dich haben wir schon besiegt, hoffe ich mal. Ja. Warum trocknen hinter den Ohren...
Kaum trockenen Ohr, aber schon ein begabter Trainer. So, okay, da oben kommen wir noch nicht hin. Dann brauchen kommen wir nur mit dem Porter hin. Da werde ich dann offscreen mal schauen, welcher wohin führt. Jetzt schauen wir uns erstmal so alle Stockwerke an. Es geht ja schließlich noch weiter. Siebtes Stockwerk. Gut. Hau lieber ab, sonst rufe ich Verstärkung. Und den haben wir auch schon besiegt. Okay. Stimmt, da waren wir ja da unten, oder? Oh Gott, ich habe schon... Es ist 2 Tage her, dass ich aufgenommen habe und ich habe alles vergessen. Oh mein Gott. Dich haben wir besiegt, ne? Das ist der Brudertyp und... Aber wir können hier jetzt rauf. Also sind wir doch nicht umsonst hierher. Deshalb, du da. Ob die Silfko schon erledigt ist? Ich glaube schon so gut wie, ja. Das Silfko-Gebäude ist ein wahres Labyrinth, nicht wahr? Ja. Aber wenn man es nach der Reihe durchgeht, dann findet man eigentlich alles. So, oh, okay. Da hätte man auch ohne Tür auch mal so reingekommen. Aber das ist mir egal und ich weiß nicht. Mir kommt immer so vor, als würde hier die FPS ziemlich stocken bei Pokémon. Ich weiß nicht. Ob das bei euch auch so ist, ich hoffe mal einfach nicht. Aber wo geht's denn jetzt hier lang? Oh, da. Den haben wir aber bestimmt noch nicht besiegt, oder? Ja. Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. So, und dann letzter Psystrahl. Damit beenden wir es. Und ich weiß nicht. Kaum ist dann Elektro-Pokémon, wechsle ich natürlich dann zu meinem Mashok. Und es wird natürlich sofort paralysiert. Oh Mann, ey. Das ist so nervig. Du hast mich besiegt, ja. Mir egal, aber wir haben ja den Hyperheiler zum Glück mal gefunden. Darum passt das ja. Oder wir haben, glaube ich, oben noch einen Paraheiler auch. Ja. Dann Hyperheiler können wir jetzt nochmal aufheben. Zack. Und dann geben wir ihm gleich nochmal einen Supertrank, damit es auch wieder ein bisschen mitmischen kann später. Welchen er finden würde, da ist er. So. Eigentlich könnte ich ihm gleich einen Hypertrank geben, aber wir werden später wahrscheinlich eh nur noch, ja, ganz sicher nur noch Hypertränke kaufen. Und dann kann man jetzt schon mal die Supertränke aufbrauchen. So, Tür ist nach die Tür entriegelt. Yay! Okay, und, oh, ein sinnloser Raum. Vorsicht, sinnlos. Ja, alles definitiv. Kennt man ja, und, oh, da ist schon wieder einer. Ich bin einer der 4 wichtigen Rocket-Brüder. Das ist aber der letzte dann. Das war's dann für den Hypno. Gut, dann damit hätten wir den letzten Mutter besiegt. Mal schauen, wer jetzt was bekommen oder sowas. Oh je, ich wurde besiegt. Das war doch jetzt der 4. garantiert, oder? Aber meine Brüder retten mich. Ha, komisch. Egal. Hauptsache der Türöffner macht die Tür auf. Und, ah ja, jetzt müssten wir hier, oder? Siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Hm, sie legt sich wieder ins Bett wahrscheinlich, oder? Ja, okay, nein, das ist ein 2. Bett. Natürlich extra hingestellt, damit niemand was sich sowas sagen kann wie ich. Und, oh Mann, ich habe völlig vergessen, dass es hier ist, sonst hätte ich die Supertränke nicht benutzt. Aber egal. Ja, Tür öffnen, öffne die Tür. Und, ich mach mal kurz Turbo-Taste, so, weil dann geht meistens danach, läuft das Spiel wieder ein bisschen flüssiger. Simsel 39, Mashok 33, okay. Und, wow, da greift sie uns gleich an. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Und das werden wir dir zeigen. Gut, damit wäre Macholo wahrscheinlich besiegt, oder? Ja, ganz sicher. Und wir rechnen mit 40. Aber Simsela wurde leider vergiftet und deswegen gehe ich jetzt dann nochmal zurück ins Pokémon-Center. Ins Bett. Und wir haben die Rüpe besiegt. Wow! Da schreit er. So, nochmal schnell zurück und ja. Das erinnert mich irgendwie an den Ruf von einem so einem Bibo oder sowas. Oder ein Smetbo. Aber ja, Vergiftung halt. So, jetzt können wir hier weiter und das sieht doch mal nach einem mächtigen Porter aus. Nein, okay, doch nicht. Wir sind nur wieder im zweiten Dings. Oder? Ja, wir sind im zweiten Stock, aber ich wollte nur schauen, ob wir hier nicht was vergessen hatten. Nein, schaut nicht so aus. Deswegen wieder zurück. Und damit hätten wir den 8. Stock eigentlich auch schon komplett, oder? Ja, ich muss ja natürlich nur schauen, damit wir dann auch noch an die ganzen die richtigen Teleporter finden, weil bestimmte Teleporter führen uns dann eben an die richtige Stelle. Logisch.
Aber welche das, werden wir wahrscheinlich entweder durch Zufall rausfinden oder ich muss dann mal offscreen probieren. Und oh, da links ist wieder viele Items. Ich benutze einfach mal den Porter hier und... Ach nein. Gehen wir einfach so weiter. Das ist... Sonst verliere ich hier nur den Überblick. Gut. Du, genug von einem dummen Spielchen. Sehr effektiv. Und Smogon geht down. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt nur ein bisschen zu faul, gegen die anderen ganzen Typen da mit nicht sehr effektiven Attacken zu kämpfen. Deswegen nehme ich Simsala. Und ja, weil ich einfach sehr gerne Simsala spiele. Aber ich glaube, ich soll jetzt echt langsam mal... Dann lieber Glurak davor. Also, wenn ich schon keinen Bock habe, mit den anderen jetzt hier gegen die zu kämpfen. Und schon wieder einer. Willkommen im 9. Stock. Es ist nett, dass du vorbeischaust. Okay. Ja, der war jetzt hat, ein großes Problem. Und ja, ich weiß, wie es ist ja eine Schneiderei andauernd, aber wir finden Carbon. Ich weiß nicht genau, wann ich die ganzen Items hier einsetzen mit. Oh, aber ein Sonderbonbon. Da haben wir inzwischen schon einige, glaube ich. Ja, also auf jeden Fall. Und ja, damit hätten wir eigentlich den 9. Stock auch schon wieder komplett. Oder? Ja, habe ich. Dann bleibt es nur noch der 10. Stock. Oder? Ja, das war der letzte. Gut, da gibt es nur noch diesen einen Trainer hier, den da... Stopp! Hast du einen Termin, mein Boss? Nein, aber ich werde ihn überraschen. Sein Geburtstag. Hoffe ich. Gut, er hat eine Menge Pokémon, okay. Ein Ratzfratz, da hätte ich vielleicht mit Mashok auch mal ein bisschen trainieren können, aber kann ich ja nicht wissen. Deswegen Mega-Hieb drauf und weg damit. So, wenn jetzt halt kein Gift-Typ oder kein Gift-Typ kommt, dann kann ich ja wechseln. Ja, weil nochmal ein Ratzfratz, perfekt. Da holen wir doch unser Mashok. So, Glurak zurück. Mach es fertig, Mashok. Ah ja, genau 100 KP. Ja, genau, wir haben nichts Neues. Habe ich ja nicht gelernt, Überwurf. Und wow, sehr effektiv, genau, gegen normale Attacken mit Kampf, super. Leider nur wenig Erfahrung und, naja, Giftflug. Nee, egal, ich probiere. Mit Gesteinsattacken müsst ihr dann eigentlich sich die Nicht-Effektivität wieder ausgleichen, oder? Weil es ist ja ein Flugtyp, oder nicht? Ja, genau. Und sehr effektiv. Und wir erhalten 88. Ich dachte nämlich am Anfang, dass Gift nicht effektiv. Ach, was laber ich schon wieder? Ich dachte, dass das Gestein nicht sehr effektiv gegen Gift ist, genau. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass sich das dann ausgleicht. Aber ist ja anscheinend, hat keinen Effekt drauf. Naja, egal. Wir sind ja schon wieder längst woanders. Und ja, einfach Flammenwurf drauf und fertig. Nicht lange überlegen, einfach machen. So, und mir fällt auf, wie viel Mashok aushält. Das ist Level 33, er hat 100. Glurak ist Level 38, er hat 110 KP. Das ist ordentlich. Da wechseln wir doch gleich mal wieder zurück. Ja, Level 33. 5 Level niedriger, aber nur 10 KP weniger. Das wird ihn noch garantiert einholen. Und das ist schon unser letztes Level 25, da nehmen wir doch den Durchbruch. Mist, der ist schneller als wir. Egal, wir brechen durch seine Verteidigung und sein Genick, hoffe ich mal nicht. Auf jeden Fall ist es down und das ist die Hauptsache. Leider keinen Level 34 mehr, aber man kann nicht alles haben. Okay, ich lasse dich durch. Gut, dann können wir jetzt endlich durch zum Boss. Und dann sehen wir, hier ist hier eine Wand. Toll. Wenigstens Zink. Warum bewacht ihr hier eigentlich den leeren Gang? Ernsthaft? Und warum sagt ihr, ob wir einen Termin beim Boss haben? Weil irgendwie geht's ja da eh nicht zum Boss. Egal. Gut, ich werde wieder in den ersten Stock runtergehen. Ins Erdgeschoss meine ich. Und den Part jetzt beenden, weil ja, er ist schon lang genug. Ich wollte aber jetzt halt nur schon mal aufräumen in dem Part. Damit wir nächstes Mal dann noch die letzten zwei Sachen hier erledigen können und endlich wieder raus aus dem Ding. Naja, weil wir müssen schließlich auch mal weiterkommen hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich weiß, es ist nicht wirklich viel passiert in dem Part. Viele Kämpfe, aber trotzdem. Ja, viel Spaß noch bei meinen anderen Videos und bis die Tage.